Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und das ist definitiv das letzte Video für dieses Jahr. Das war ein sehr, sehr aufregendes Jahr. Aber mit Blick auf 2023 dachte ich mir, zeige ich euch mal so ein bisschen das, was auf uns zukommt. Denn ich kriege regelmäßig von Trendscouts, von verschiedenen Firmen, die sich wirklich mit Marktforschung auseinandersetzen, Tipps und Tricks, was im nächsten Jahr oder was in Zukunft Trend sein wird. Und ich möchte mit euch heute über die Beauty, vor allen Dingen Make-up-Trends 2023 sprechen. Einfach, dass ihr euch auch schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten könnt, was wahrscheinlich auf euch zukommt, wie Limited Editions aussehen werden, wie die ganze 2023 Beauty-Ästhetik sein wird. Und vielleicht interessiert das ja die ein oder andere von euch. Mich interessiert das auf jeden Fall. Ich finde das immer super spannend, wie sich diese Make-up-Welt komplett geändert hat. Ich zeige euch auch gleich ein paar Tipps und Tricks, wie ihr diese Trends so ein bisschen umsetzen könnt. Ganz, ganz wichtig zu Anfang. Natürlich sind das nur Trends und niemand sagt oder soll vorschreiben, das hast du zu tun oder das hast du nicht zu tun. Ich sehe das nur so ein bisschen aus der Perspektive. Okay, wir sehen Trends, die nach und nach uns auch beeinflussen. Und ich habe es bei mir auch selber gemerkt, dass zum Beispiel dieses Jahr, vor allen Dingen das Jahr bei mir war, des leichteren Make-ups, der zarteren Texturen und verschiedener Produkte, die ich vielleicht vor 2, 3 Jahren gar nicht benutzt hätte. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal, was so auf uns zukommen wird. Und vielleicht sind das ja auch Produkte oder Trends, die euch vielleicht so ein bisschen inspirieren, auch mal was Neues bei euch auszuprobieren. Denn das Schöne fürs nächste Jahr ist, es ist komplett gegensätzlich. Ihr wisst es, ich liebe Make-up und ich liebe es auch, verschiedene Produkte auszuprobieren. Und meine Aufgabe als Beauty-YouTuber ist es gar nicht unbedingt, euch immer nur das zu zeigen, was gerade Trend ist, sondern das zu zeigen generell, was es gerade gibt. Und ich habe schon ein paar Produkte für 2023 hier, für Anfang und Mitte. Teilweise sitze ich gerade in Gesprächen für Herbstkollektionen. Also ich bin ja auch so ein bisschen dafür verantwortlich, ein paar Leuten zu helfen und ein paar Meinungen abzugeben zu verschiedenen Produkten. Und deswegen kann ich euch schon mal so ein paar Insights mitgeben. Ganz, ganz wichtig nächstes Jahr sind zwei komplett gegensätzliche Looks. Wir haben einmal diesen super cleanen Look, also ein sehr, sehr zartes Make-up. Und wir haben diesen super grungy Look. Und das ist ganz spannend, weil dieser grungy Look wirklich erst zum Spätsommer sich hin entwickelt hat und jetzt mit der neuen Netflix-Serie Wednesday komplett in den Alltag gekommen ist. Und ich zeige euch auch gleich ein paar Looks, wie ihr das Ganze umsetzen könnt für euch. Möchte aber vorher erstmal so ein bisschen über Skincare sprechen, weil ich so eine paar. Vielleicht machen wir das so. Wir setzen uns heute in einem Jahr zusammen. Erinnert mich bitte dran. Stellt euch einen Timer. Dass wir auf dieses Video reagieren und wir sagen, okay, das ist eingetroffen und das ist nicht eingetroffen. Und ich finde es immer ganz spannend, weil gerade wenn man die Produkte am Ende des Jahres sieht, und da kommen immer sehr, sehr viele Produkte raus zu Weihnachten, ne, da sind die Umsätze natürlich für die Brands immer sehr, sehr hoch, kann man schon so ein bisschen erkennen, was im neuen Jahr kommt. Deswegen will ich so ein bisschen über Skincare sprechen und ich vermute, dass Ceramide sehr, sehr stark nach vorne kommen werden und Bakuchol. Bakuchol ist eine Alternative zu Retinol. Retinol ist sehr stark und Bakuchol ist die natürlichere Alternative auf Pflanzenbasis, soweit ich weiß, die die Haut nicht ganz so stark beansprucht. Generell das Thema Haut ist komplett da. Also das ganze Jahr über sehe ich dieses Thema Haut, aber auch anders. Ihr habt es gemerkt, die letzten Monate sind vor allen Dingen auch Serum Foundations rausgekommen, wie beispielsweise die von Neonail. Ich weiß, dass in die Drogerie definitiv welche kommen, die eine nicht zu leichte Deckkraft haben, aber diese Fusion zwischen Skincare und Make-up wird definitiv viel, viel größer. Und da kann ich euch auf jeden Fall die Neo Foundation empfehlen. Ich habe die Perfect Match Nude Foundation, da ist Hyaluronsäure mit drin, wobei ich die schon sehr, sehr deckend finde. Aber der Fokus wird auf Haut liegen. Natürliche Haut, weiche Haut, leicht glowy Haut. Also wir gehen immer weiter weg von diesem matten Look, was ich ganz spannend finde, weil wenn wir
vor 3 Jahren, würde ich sagen, war wirklich matt, 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 full coverage. Und die Foundation dafür war generell Huda Beauty. Also das war so eine Foundation, die komplett durch die Decke gegangen ist, weil sie eine sehr, sehr hohe Deckkraft hatte, eine gute Shade Range und sehr, sehr matt war. Und dazu kam dann auch matte Lippen. Kylie Cosmetics Lip Kits. Dieses komplette Matte ist so ein bisschen passé. Es geht alles so ein bisschen Richtung Glossy. Und ich will euch auch den ersten Lippentrend zeigen, den ich vermute oder den ich sehe, dass der kommen wird. Und zwar so ein bisschen inspiriert von Hailey Bieber. Die hatte das neulich gemacht. Sie hatte das, glaube ich, Glazed Lips oder so genannt. Ich weiß es nicht mehr. Das ist ein Trend, der ohne Lippenstift auskommt. Ihr werdet gleich diesen komplett gegensätzlichen, diesen gegensätzlichen Trend feststellen. Und zwar wird es eigentlich weniger Lippenstifte geben. Wenn, dann sind die auch sehr glowy, so ein bisschen wie die Catrice Sparkly Balms. Sondern der Fokus ist auf Lip Liner und Lippenöl. Und ich habe jetzt hier einen von Catrice. Das ist der Catrice X Jenny Lip Liner. Der ist wesentlich dunkler als meine eigene Lippenfarbe. Und wir wollen so ein bisschen mit Kontrasten spielen. Hailey ist damals einfach mit ihrem eigenen Lippenöl rübergegangen. Ich nehme jetzt das Glow Oil von Dior. Es gibt auch ein sehr, sehr gutes Dupe von Catrice dazu. Einfach rübergegangen. Auch hier Lippenöle sind von der Textur her und von der Beschaffenheit ein bisschen anders als Lipglosse. Sie pflegen eher und haben nochmal viel, viel mehr Reflexion. Und wenn ihr so einen dunkleren Lip Liner genommen habt und dann diesen High Gloss Lip Oil oder Lip Gloss könnt ihr natürlich auch nehmen, habt ihr schon mal einen ganz, ganz anderen Effekt auf den Lippen. Als Blushes werden definitiv viel, 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 viel kräftigere, dunklere Farben im Trend sein. Denn, also wir gehen so ein bisschen von Foundation weg. Weniger Foundation, weniger Concealer, Spot Concealing, weniger Dreiecke. Das haben wir in den letzten Monaten und Jahren ja auch schon gemerkt. Blushes werden dunkler und das ist ein tolles Beispiel zu diesem Schätzchen hier von Fenty. Der hat zwei verschiedene Farben. Einmal einen sehr, 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 sehr dunklen. Ich swatche ihn euch mal. Der ist super dunkel für meine Verhältnisse und der wird wesentlich mehr in den Fokus kommen. Durch diese Kontraste, die wir erzeugen, haben wir einfach ein bisschen was Auffälligeres und die Haut wirkt viel, viel frischer. Also es geht so ein bisschen um dieses, er trägt kein Make-up, aber er sieht aus, als hätte er gerade einen Winterspaziergang gemacht. Und das ist mit diesen intensiven Blushes super, super möglich. Ich trage den jetzt auch wirklich nur auf einer Seite auf, damit ihr den Effekt sehen könnt. Intensive Blushes, wenig Kontur und dafür so ein bisschen mehr Fokus auf Glow und zarte Haut. Es ist das schwierig zu beschreiben. Ich blende euch mal immer so ein paar Bilder ein, dass ihr das sehen könnt. Diese Cold Girl Make-up Story gab es ja jetzt neulich bei TikTok, wo man sich so geschminkt hält, als hätte man gerade 3 Stunden lang in der Eiseskälte gestanden. Ist ein bisschen verrückt, aber das geht so ein bisschen in die Richtung. Wir haben glossy, dunklere, glossige, natürliche Lippen und wir haben starke Blushes, die wirklich einen Effekt haben. Ich nehme auch definitiv noch ein bisschen mehr und trage mir den auch weiter hier oben auf, denn der Blush wird so ein bisschen den Farbklecks im Gesicht geben. Die Lippen sind zart, der Blush wird viel, viel höher angesetzt und weiter unter die Augen, dass es noch ein bisschen natürlicher aussehen wird. Im Gegenzug dazu glaube ich, dass vor allen Dingen im Sommer Bronze to go. Also unterwegs, das gab so einen Trend neulich, da hat man den Lipgloss aus der Hand, aus dem Mund genommen und hat dann einfach so ein bisschen was auf die Lippen. Es sah total fancy aus. Ich glaube, dass das mit Bronzern passieren wird. Mit leichten Bronzern, mit glowy Bronzern und wesentlich wärmeren Bronzern, als wir sie letztes Jahr gekannt haben. Da war der Fokus ja wirklich auf so ein bisschen was Kühlerem, so Contouring und Bronzing. Und ich glaube, dass dieser Bronzer hier definitiv noch durch die Decke gehen wird. Das ist der Kaya Bronzer, denn auch der ist von der Textur her, und euch fällt es auf, sehr, sehr viele Cremeprodukte. Puderprodukte sind nicht mehr das, was unbedingt gefragt wird. Und dieses Bronzing to go stelle ich mir so ein bisschen so vor. Du bist unterwegs in der Stadt gerade und du fühlst dich so ein bisschen fahl und ein bisschen langweilig. Du hast einen Pinsel, du hast einen Bronzer dabei, gehst da rein und trägst ihn einfach sehr, sehr grob auf. Also gar nicht mehr so fokussiert und nicht mehr so präzise, nur an den Wangenknochen, sondern wirklich
grob auch hier in die Augen, in die Schläfe, in die Augenbrauen mit rein und hast einfach nochmal einen ganz, ganz anderen Look. Hier ist dieses Frühjahr- und Herbst-Make-up und das geht schon in die Sommerrichtung. Man kann es auch gerne ein bisschen übertreiben, weil ich finde, dieser Bronzer-Look gibt dem ganzen Gesicht nochmal ein bisschen mehr Leben zurück und sieht sehr, sehr fancy aus. Passend dazu werden Fluffy Brows, und das inspiriert mich, ihr habt auch gesagt, ich soll es machen, mein Augenbrauenprodukt mit rauszubringen, was die Augenbrauen sehr, sehr fluffig macht. Ähnlich wie das Brow Freeze von Anastasia. Aber dann werden wir weiter weggehen von Augenbrauenstiften, sondern der Fokus wird auf sowas hier liegen. Und das sind diese Brow Pens. Also nicht diese Dreizack-Dinger, die vor 2 Jahren ungefähr da waren, die irgendwie bei niemandem funktioniert haben, sondern die sehen aus wie kleine Eyeliner. Und jetzt, wenn ich euch so einmal nah rangeholt habe, dann könnt ihr das Ganze auch sehr, sehr gut erkennen. Der Bronzer hat auch so einen leichten goldenen Reflex und geht so ein bisschen wieder zurück in die 90er, glaube ich. 80er auf der Seite mit diesen intensiven Blushes und 90er, 2000er dieses Solarium-Gebräunte, aber in der gesunden Version, wenn ihr wisst, was ich meine. Ein Augenbrauenstift, mit dem wirklich einzelne Härchen reingemalt werden, die super natürlich aussehen und die Augenbraue so ein bisschen fluffiger machen. Es muss gar nicht dieses Feather Brows sein, aber einen sehr kontrastreichen Look. Also ihr habt dicke, buschige Augenbrauen wieder, die aber nicht ungepflegt aussehen, sondern definiert. Brow Lamination. Ich hatte euch das neulich gezeigt. Ein Kit, womit man seine Augenbrauen so ein bisschen liften kann. Das wird auch definitiv weiterkommen, weil einfach dieses. Es erinnert mich, ich nenne es immer ganz gerne Parisienne-Influencer. Diese klassischen französischen Instagram-Mäuse, deren Feed alle gleich aussieht. Kann man jetzt inspirativ finden, wie man möchte, aber das ist so ein bisschen diese Ästhetik, diese, ich mag das Wort gar nicht, Clean Girl-Ästhetik. Leichte Haut, viel Bronzer, viel Blush, zarte Lippen und dann diese super fluffigen Augenbrauen. Im Vergleich dazu, und das finde ich super spannend, dass es wieder sehr konträr ist, ein grungy Make-up und definitiv werden vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte dunkle Lippen und dunkle Augenlooks eine Rolle spielen. Das ist auch etwas, was ich total gerne jetzt schon getragen habe, weil ich finde, dass es das ganze Make-up immer noch mal so ein bisschen besonders macht und dafür benutze ich einen braunen Eyeliner. Der ist noch mal ein bisschen intensiver und ein bisschen matter als ein Lip Liner. Und das ist, da merkt es wieder, ne? Das ergibt immer nicht so viel Sinn, wenn man es auf einmal sieht, aber ihr müsst euch das übers Jahr verteilt vorstellen. Im Frühjahr und im Sommer ist es leichter und bronziger und je später es wird, desto grungiger wird das Ganze. Ein dunkel, dunkel, dunkelbraun Liner. Und dazu einen braunen Liquid Lipstick. Und zwar wirklich braun und nicht so ein bisschen nudig braun, sondern braun. Ich habe jetzt hier ein Liquid Eyeshadow von RHAM Beauty, weil ich einfach noch keinen wirklich, wirklich braunen Liquid Lipstick habe. Und jetzt seht ihr auch, wie schön. Es sieht erstmal verrückt aus, glaube ich, weil wir das einfach nicht mehr gewohnt sind. Wir sind so Pillow Talk verwöhnt, ne? So rosig und zart und nudig. Aber diese Lippe zusammen mit diesem super bronzy Look oder aber auch mit diesem zarten blushy Look funktioniert. Und das ist echt verrückt, dass wir hier bei den dunklen Farben wirklich eher ins Matte wieder gehen. Genauso wie beim Augen-Make-up. Da ist meine Prediction, da glaube ich, haben wir auch wieder hier sehr konträr. Einmal glaube ich, sind Eye-Sticks sehr, sehr beliebt, weil es einfach dieses Beauty on the go wird das Ding, glaube ich. Unterwegs mal schnell. Das Leben kommt wieder zurück so ein bisschen nach der Pandemie. Wir haben im Sommer wieder viel Zeit, um uns mit Freunden zu treffen. Wir sind draußen, wir sind unterwegs, wir sind auf Festivals, manche mehr, manche weniger, aber das geht ja so ein bisschen durch die Reihen dann durch. Unterwegs mal schnell ein bisschen auffreshen. Und so werden die Produkte, glaube ich, auch konzipiert sein. Wir werden Blush-Sticks haben. Wir werden Eye-Sticks haben, die das Make-up schnell und einfach so ein bisschen in die richtige Richtung bringen unterwegs.
Das Thema Lashes ist genau das Ding, was ich liebe und worauf ich gewartet habe. Braune Wimpern. Wir gehen so ein bisschen weg von diesem schwarzen, dicken, klumpigen und gehen zu braunen Lashes. Ich trage mal kurz die Mascara auf, die ich euch noch nicht zeigen kann, die wirklich nichts anderes macht, außer die eigenen Wimpern so ein bisschen von Puder und Make-up zu befreien und ein bisschen brauner zu machen, passend zu den Haarfarben. Ich finde, braune Mascara funktioniert bei allen Personen, außer bei Personen mit wirklich dunkel schwarzen Haaren, weil das dann vom Kontrast dann sieht es ein bisschen schwierig aus. Aber wenn ihr blond bis dunkelbraun seid, braune Mascara definitiv ein Go. Der nächste Trend und der auch meiner Meinung nach spannendste und schwierigste für viele mittlerweile wird Highlighter sein. Ihr könnt sehen, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen aufgetragen. Auch das geht wieder in diese Glossy-Richtung. Es geht nicht unbedingt um Landestreifen, Dubai-Landestreifen, sondern um diesen Glossy-Effekt. Ich habe jetzt hier den Fenty Beauty How Many Carats Highlighter benutzt, weil ich finde, dass der am besten das heute wiedergibt. Dieses punktuelle, glitzerige, aber nicht so satte. Der hat ja, und das ist das Schöne bei dem hier, der hat keine farbige Base, sondern der sieht wirklich aus, als wäre das einfach nur Wasser darunter. Und sobald du ihn verblendest, kommen diese Schimmereffekte mit raus. Und das auf den Augen und das auf den Wangen ist definitiv ein Go-To. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Beauty-Trends fürs nächste Jahr sagt. Das ist das, was die marktforschenden Institute und die Beauty-Magazine so ein bisschen voraussagen. Ich glaube auch, dass es in die Richtung gehen wird. Ich bin mir unsicher mit den dunklen Lippen für den Alltag, wobei im Herbst, glaube ich, wird das definitiv was werden. Dunkelbraun, dunkelrot, so dunkellila, sehr dunkle, satte Farben sind schon das, was sein werden. Auf den Augen wird es eher ein bisschen heller, ein bisschen leichter. Eventuell sogar wieder blaue Eyeliner, gelbe Eyeliner, so in die Richtung. Ich bin sehr gespannt, was ihr glaubt, was 2023 Trend sein wird. Trend. Und ich bin vor allem gespannt, was ihr euch als Trends wünscht. Was wären die Produkte oder die Looks, die ihr fürs nächste Jahr seht? Schreibt es unbedingt gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Happy New Year!